Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, ihr seht es hinter mir, das ist der ID.Buzz in der GTX-Ausführung. Hier tatsächlich auch mit dem langen Radstand und einem Airstream hinten dran. Ja, darum soll es aber heute nicht gehen, weil ich möchte mit euch einfach mal den ID.Buzz GTX fahren. Möchte euch so ein bisschen was erzählen zu den Vorteilen des ID.Buzz GTX. Unter anderem Allrad und Leistung satt und alles weitere dann im Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's sofort los. Ja, wie ihr seht, ein riesen Gerät, dieser Airstream. Der ist länger als der ID.Buzz selber. Ich gehe mal ein bisschen nach hier, da sieht man das auch ganz gut. Riesengespann. Und er darf ihn tatsächlich ziehen. Also der ID.Buzz in der GTX-Variante und jetzt ganz klar nicht in der Long Wheelbase, sondern mit dem normalen kurzen Radstand, wie ich ihn gleich fahren werde, der darf tatsächlich 1,8 Tonnen ziehen. Und wie das aussieht, da blende ich euch mal ein paar Bilder ein, weil das ist schon ein geiles Gespann. 1,8 Tonnen jetzt der GTX und dann kannst du auch mal eben sowas hier durch die Gegend ziehen. Ob das dann so viel Sinn macht, das sei mal dahingestellt, weil der wiegt 1780 Kilo und dann habt ihr nur noch 20 Kilo an Zuladung. Da müsst ihr euch ein bisschen einschränken, würde ich sagen. Gut, aber ich habe es gesagt, wir gucken uns jetzt mal das Fahrzeug an, was ich jetzt hier gleich übernehmen werde und dann gehen wir auf Strecke und dann gucken wir, was da wirklich am Schirm hat und ich bin ganz gespannt und ihr auch, sowieso. Da steht er. Ich zeige es euch. Tschack. Bitte sehr. Und ja, was mir jetzt mal gut gefällt, ich mag der ID.Buzz grundsätzlich in dieser Zweifarbgestaltung. Das heißt, unten das Kirschrot und oben das Silber. Das gefällt mir sehr gut. Ansonsten, es hat geregnet, wie ihr seht. Es wird auch auf der Fahrt immer mal wieder regnen. Ich glaube, es gab bei mir noch nicht so viele Videos im Regen. Aber öfters mal was Neues. So, ja, Schiebetüren natürlich. Wie gesagt, in der normalen Ausführung jetzt hier ist auch nichts Besonderes mehr. Und ich habe ihn jetzt hier drin jetzt auch im Gegensatz zu dem anderen Video ganz normal mit der normalen Bestuhlung. Also die klassische Rückbank, die sich verschieben lässt. Hinten ist jetzt ganz viel Platz. Das zeige ich euch mal eben jetzt, indem wir das hier mal eben aufmachen. So, und was wir jetzt hier am Platz haben, wenn hinten keine Rückbank ist, das ist schon wirklich allerhand. Das seht ihr, das ist eine richtige Höhle. Und auf einmal hat man wieder hier USB-Anschlüsse, USB-C, die man gar nicht braucht, weil er keine Rückbank hat. Gut, soll uns jetzt auch nicht interessieren. Machen wir das ganze Ding wieder zu. Steigen jetzt ein und... Was ist interessiert den ID.Buzz-Fahrer oder allgemein den Fahrer einer MEB-Plattform denn am meisten? Das kann ich euch sagen. Dün, 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 dün. Hab's schon vorbereitet hier mit der Kamera. Aber euch interessiert natürlich erst einmal die Software. Macht doch einen Film draus, wa? 5-0. 5-0. Kommen wir später drauf, was die 5.0 denn noch ein bisschen anders kann. Eieiei, ja, ist ein bisschen windig, würde ich sagen. Ach, egal. Also, wir fahren jetzt los. Wir haben 63% im Akku und das ist eigentlich ganz cool. Weil, ich bin da selber ganz gespannt. Bin ja eigentlich ein Allrad-Fan, aber ich kann euch da gar nicht sagen, inwiefern ich da jetzt hier was vermerke. Also ich werde ihn jetzt nicht wie damals in Österreich so ein bisschen an seine Grenzen treiben mit dem GTX damals, mit dem ID.5. Ich bin aber auch tatsächlich ein bisschen gespannt auf den Verbrauch, weil wir wissen ja schon, gesteigerte Leistung heißt auch immer gesteigerter Appetit an Elektronen. Und was der dann tatsächlich verbraucht, Stirnfläche,
ist halt deutlich größer als bei einem Normalfahrzeug. Und von daher muss man da schon mal eben gucken, wo liegt er denn dann wirklich? Guti, also ich melde mich von unterwegs und nehme euch einfach mit. Bevor ich jetzt wirklich losfahre, ist schon ein erhabenes Gefühl, in so einem Chefsessel zu sitzen. Du hast wirklich zwei Armauflagen und das macht das sehr gemütlich hier, muss ich echt sagen. So, Navi ist drinne, Strecke ist drinne, übrigens nach wie vor. Damit schaltet man hier die Gänge rein und mal gucken, ob es hier noch was Interessantes gibt. Verbrauch von meinem vorherigen Fahrer, ne? Durchschnitt erst 50 km ab Laden. Dann hat geladen. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ab Start, so 221 ist er gefahren, 21 Kilowattstunden und Langzeit. Ja, ihr seht's. So, zack, zack. Damit schaltet man hin und her. Und damit hat man eigentlich alles in einem Bild. Aber ich habe ja auch einen Head-Up-Screen. Und den nutze ich so mehr. So, 250 kW, 340 PS. Ein kurzer Radstand. Kurzer Radstand heißt, der Akku ist übrigens gewachsen um 2 Kilowattstunden, weil es jetzt Akkus sind von CATL oder CATL. Und dementsprechend... An der Ampel links abbiegen auf die B6 in Richtung Hildesheim. Und deswegen hat er jetzt 2 Kilowattstunden mehr. Kann aber in der Ausführung mit diesen eben 2 Kilowattstunden mehr nur mit 185 kW laden. Jetzt links abbiegen auf die B6 in Richtung Hildesheim. Der große Akku schafft hier bis 200 kW, macht aber nichts. Die Ladezeit in Summe ist dann nachher die gleiche, weil ein großer Akku braucht mehr Strom und mehr Zeit. Und insofern ist die Ladezeit von 10% auf 80% mit ca. 30 Minuten bei beiden identisch. So, wir fahren jetzt erstmal Richtung Autobahn. Und dann gucken wir mal. Für die Stadt 340 PS an der Ampel reichen schon aus. GTX fahren ja im Gegensatz zu den anderen ID-Bussen bis 180 km/h mit einem Bus. Früher war wirklich Ankommen das Ziel und heute hast du hier 180 PS drin. Ja, macht halt auch irgendwie auch Spaß, ne? Ob es dann sinnvoll ist oder nicht, das bleibt euch überlassen, aber Allrad und Leistung satt ist immer eine sehr gute Kombination. Ja, manchmal kommt man irgendwie dann doch in andere Situationen, als man ursprünglich gedacht hat. Nix Autobahn, sondern B4, 43 Richtung Pattensen, Schloss Marienburg und so weiter. Und hier ist gerade eine Baustelle. Und deswegen kann ich mal ganz kurz ein bisschen zum Interieur erzählen. Ist halt jetzt typisch GTX. Typisch GTX heißt, ihr habt überall rote Steppnähte, Applikationen, so ein bisschen das Sportliche herausgehoben. Und damit unterstreicht sich die Individualität des Fahrzeuges. Oben der dunkle Dachhimmel natürlich auch. Und jetzt hier das Fahrzeug mit einem Glasdach ausgestattet, was dann auch auf Knopfdruck durchscheinend ist. Oder eben nicht. Schon geil, ne? Ja, ansonsten zeige ich euch das hier gerne gerade, wie es so aussieht, bevor es jetzt genau wieder weitergeht. Oh! Ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Video zuvor schon mal gesagt habe, aber dadurch, dass man natürlich bei einem ID.Buzz quasi einen Billigregal auf Rädern fährt mit integrierten Akkus, erwartet hier mal nicht, hört ihr dieses ganz leichte Beam? Also ihr hört es nicht, aber egal, es ist immer kurz da, dann merke ich, okay, also völlig dezent, mag ich richtig, egal. Also, was ich sagen wollte mit dem Billigregal auf Rädern, ihr merkt schon, dass der Wind natürlich, gerade wenn es draußen ein bisschen windiger ist, auch ganz schön an der Karosserie zerrt, beziehungsweise hört ihr die Windgeräusche bei Gegenwind schon oben im Bereich der Dachkante, wo er sich dann oft bricht oben an der Frontscheibe und dementsprechend habt ihr hier schon bei Tempo 110 habt ihr hier schon deutliche Windgeräusche, ne? Also es ist anders als dass ihr vom Tesla, Polestar oder Taycan gewohnt seid oder so. Das ist halt
der Karosserieform geschuldet, das kriegst du halt auch gar nicht besser hin. Also, it's not a bug, it's a feature, hätte ich fast gesagt. Also, es geht einfach nicht besser, ne? Was willst du machen? An dieser Stelle mal ein ganz kurzer Stopp hier. Ich bin mitten im Nirgendwo. Und wenn man jetzt diese Straße gleich geradeaus weiterfährt, zack, da hinten in den Wald rein, das machen wir gleich, da geht's schön in Serpentinen. Und warum bin ich jetzt extra mal eben angehalten, um euch das zu erzählen? Wir haben jetzt hier einen ID.Buzz GTX. Das Ding auch noch mit einem kurzen, knackigen Radstand, ja. Allradantrieb 340 PS. Und wenn wir jetzt gleich da hochfahren, geht's schön in die Serpentinen. Und da nehme ich euch gleich mal mit, lasse dann wahrscheinlich nur Musik laufen und kommentiere aus dem Off oder so, das weiß ich noch nicht. Aber ja, da werde ich mit beiden Händen am Lenkrad einfach mal ein bisschen genießen, dass da jetzt viele, viele Kurven kommen mit einem Allradler mit viel zu viel Leistung in einem völlig von außen unsportlichen Fahrzeug mit 235er Vorderrädern und 265er Hinterrädern. Das wird ein Spaß. Das machen wir jetzt. So, ich zeige euch das gleich mal. Bei diesen Media-Events, und meine Haare sind immer noch scheiße, weil es windig ist, werden ganz gerne Routen vorgegeben. Und das ist das, was uns jetzt erwartet. Das seht ihr, da oben die Fahne. Das müsste tatsächlich Schloss Marienburg sein oder so. Schauen wir mal. Schloss Marienburg ist für das öffentliche Publikum inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr besuchbar. Ich habe damals dann noch geheiratet. Inzwischen bin ich geschieden. Das Schloss ist geschlossen. Also sowieso kein gutes Omen. Fahren wir so dran vorbei und ziehen die Serpentinen einfach weiter durch. Ich glaube, das sieht man auch gar nicht so viel. Wenn dann mal gucken, wenn es einen schönen Location-Spot gibt oder so, dann halte ich da vielleicht auch mal an. Oder weil ich spucken muss. Dieses Fahrprofil stellt ein direktes Ansprechfahren von Fahrwerkantrieb im Fahrzeug ein. Somit eine sportliche Fahrweise. Das Fahrzeug beschleunigt stärker bei gleichzeitiger Pedalstellung. Die Lenkung wird härter bei einem gleichzeitig agileren Fahrwerk. Das Fahrverhalten wird dadurch dynamischer und präziser. Ja, annehmen wir. Das nehmen wir. So. Hab ich das eben erwähnt? Der ID.Buzz GTX hat natürlich ein speziell abgestimmtes Fahrwerk. Das heißt, das ist ja nicht das Standardfahrwerk hier drin, sondern ein extra ID.Buzz GTX Fahrwerk. Und das probieren wir jetzt einfach aus. So, in diesem Sinne, Kamera an. Zack. Gucke. Kamera läuft. So, Kamera nimmt auf und ich übergebe an das. Das heißt, der Ton wird jetzt anders und konzentriere mich jetzt auf das. Liegt nichts mehr rum. Tempo 100 ist erlaubt. Es glaubt wird selig. Ich glaube, da kannst du kein 100 fahren. Beschleunigung, ja, bis ruckzuck auf 100 für so einen ID.Buzz. Du hörst es halt nicht so wie so beim Porsche, wenn der Sport Akustik Sound an ist. So, Zwischenziel erreicht, sagt er. Also hier bretterst du halt nicht mit 100 durch. Ne? Also, das muss man mal eben ganz klar sagen. Hier mit 100 durch. Nein, machst du nicht. Oh, ja. Wenn dir jetzt jemand hier entgegenkommt, das ist halt auch ein bisschen dumm. Ne? Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger auch. Und wenn ich was sehen kann, dann gebe ich auch mal Gas. Und ansonsten, ja, seht ihr, da kommt nämlich schon einer entgegen. Weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen konntet. Zum Schloss. Sich auf der ja. Ja, nee, ich habe gerade mal geguckt. Guck mal nicht. Wir fahren weiter Serpentin. Also ich finde die Bremse ein bisschen weich. Ne? Also dann würde ich mir wünschen, dass er auch auf der Bremse ein bisschen härter wird. Besser zu dosieren ist. Also die musste schon ziemlich weit durchtreten, damit sie dann richtig greift. Gut, ich bin jetzt ein Taycan-Fahrer mit Keramikbremsen. Das ist nochmal vielleicht noch was anderes. Aber du willst ja auch so ein Pressefahrzeug jetzt nicht irgendwie in die Planke setzen.
zack. Und Zeit. Also ist auch gut, dass wir jetzt trockenes Wetter haben gerade, tatsächlich. Ja, kommt schon wieder ein entgegen. Da müssen wir schon gucken. In die Straße, nicht für uns alleine. Bitte am Ende der Straße rechts. Ja. Also ich glaube, ein Beifahrer, dem wäre es schon schlecht geworden. Anbremsen, oh, wieder rausbeschleunigen und finish. So, mega, Heidewitzka. Ja, das war's schon. Das war lustig. Ich kann euch garantieren, Leute, jeder, der jetzt gerade mitgefahren wäre, dem wäre da wahrscheinlich schlecht geworden. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera jetzt so rüberkam. Kann ich euch nicht sagen. Aber das hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, ich glaube, der ist auch knackiger mit dem kurzen Radstand als der mit dem Long Wheelbase jetzt hier. Und es war trocken. Da hinten wird es nämlich schon echt dunkel. Ich zeige euch das mal eben. Deswegen wollte ich da jetzt schnell durch. Also, ja, ist ziemlich dunkel, was da kommt. Und ja, die Bremse ist viel zu weich. Sag ich ganz ehrlich, da müsste man ein bisschen knackiger die Bremse austarieren, definitiv. Das hast du halt schon gemerkt. Also da bin ich mit dem Porsche halt was anderes gewohnt und habe mich beim ersten Mal Bremsen eben ganz schön erschrocken, dass ich dann doch ein bisschen mehr durchgedrückt habe, weil ich dachte, wann kommt er denn? Aber es macht Spaß. Beschleunigst schön raus, hast überhaupt keinen Gripverlust natürlich mit dem Allrad und mit so einem Ding mal eben da raus zu beschleunigen, das macht einfach Laune, Leute. Das macht richtig Gaudi und da könnt ihr einen richtigen Spaß mit haben. Natürlich nicht mit einem im Airstream hinten dran oder sowas oder beim Pferdeanhänger. Da könnt ihr tatsächlich Pferde mal kotzen sehen. So, weiter geht's und ich melde mich. So, vor mir gerade Strecke, 100 freigegeben und ich mache jetzt mal 0 auf 100 mit euch. Dazu mache ich die andere Kamera an und mache die hier aus, weil ich Lenkrad festhalten muss. So, 0 auf 100. Wir gehen wieder in den Sportmode. Zack, hinten kommt kein Auto. 3, 2, 1. Und zack. Ja, genau so. Ich wollte es noch mal zeigen. Das geht recht schnell. Das geht recht schnell. Also macht schon Spaß. Es ist kein Sportwagen. Ey, Leute, aber ihr sitzt hier in einem Familienvan. Und dafür macht es echt Spaß. Total. So, jetzt haben wir hier gerade so eine Strecke mit 70. Und sobald gleich dann freigegeben wird auf 100, machen wir auch mal einmal den Durchzugstest. Auch das ist natürlich mal maximal noch fast interessanter als 0 auf 100, weil das ist dieses typische Thema, ich muss mal eben jemanden oder möchte mal eben jemanden überholen. So, typischer Fall, vor mir ein langsam fahrendes Fahrzeug und jetzt einfach mal raus beschleunigen, zack, 110, zurück beschleunigen, also darf hier auch schneller fahren, aber ich wollte euch mal eben zeigen, das ist diese typische Situation beim Überholen. So, ich habe mir gedacht, ich nehme mal hier diesen netten Spot und erzähle ein bisschen was über das Auto, weil es ist auch gerade trocken. Grundsätzlich habe ich ja schon alles erzählt. 340 PS, ich soll nicht mehr PS reden, 250 kW sind es. Und das Besondere jetzt, es ist ja der AP550. Das ist der neue Elektromotor, der jetzt hier an der Hinterachse sitzt mit 210 kW. Aber wir haben ja Allrad. Und vorne, der Allradantrieb, der hat natürlich keine 210 kW, weil Adam Riese, Eva Klein, dann wären wir jetzt irgendwie bei 420 kW und das hat er natürlich nicht. Nein, vorne hat er einen Asynchronmotor. Also hinten permanent Synchronmotor, den wir kennen aus ID7 und so weiter. Eben den AP550 und vorne ein Asynchronmotor mit 90 kW. 210 plus 90 sind jetzt aber ein bisschen mehr, also 300 kW. Hat er natürlich nicht, nein. Da wurde ein bisschen die Leistung reduziert von der möglichen Leistung auf das, was der Antrieb A in der Homologation zugelassen hat und B, was er auch verträgt. Also dementsprechend 340 PS, 250 kW. Der Vorteil am Asynchronmotor ist, und das kennen Tesla-Fahrer von euch, im Schubbetrieb ist der nahezu
ich sag mal, ohne Widerstand. Ne? Also der koppelt sich nicht aus, so wie viele immer sagen. Jetzt kommt ein Trecker, den muss ich mal eben abwarten, weil der ist ganz schön laut. Dann hört ihr mich nicht mehr. Ja. Irgendwas ist immer. Entweder fährt eine Bahn vorbei oder ein Trecker. Ich kenne das mal in meinen Videos jetzt. Also, was ich sagen wollte, dadurch, dass das jetzt hier der vorne der Asynchronmotor ist und im Schubbetrieb, Alter, wie sehen meine Haare eigentlich aus? Ist egal. Hat er nahezu null Widerstand. Klar sind die leistungsstark, die Motoren, und deswegen, also man koppelt ihn nicht aus, wollte ich eigentlich sagen. Viele von euch sagen immer, ja, der wird abgekoppelt, ausgekoppelt, keine Ahnung. Nein, wird er nicht. Er läuft mit, aber mit einem so geringen Widerstand, wenn er nicht in Betrieb ist, wenn er nicht benötigt wird, dass er eigentlich kaum in den WLTP-Verbrauch mit reingeht. Das sorgt dafür, dass, das habt ihr beim ID.7 in vielen Tests schon gesehen, aber auch gerade jetzt hier beim ID.Bus, bessere Verbrauchswerte auftreten, als man es vielleicht erwarten würde aufgrund der Bauform. Jetzt fragt ihr sich ja nicht, was hat der da für WLTP? Kann ich euch nicht sagen, weil es gibt noch keine WLTP-Homologation. Müssen wir noch tatsächlich darauf warten. Das Fahrzeug ist ja so noch nicht für den Verkauf freigegeben. Und worauf wir auch noch warten müssen, sind Preise. Es gibt noch keine Preise für den ID.Bus GTX. Egal ob normal Wheelbase, NWB oder LWB, Long Wheelbase, gibt es einfach noch nicht. Und hätte ich euch jetzt gern gesagt, ne. So, in diesem Sinne gucken wir uns das Auto einfach nochmal ein bisschen an. Ist ja hier schick so mit GTX-Logo, Matrix-LED-Scheinwerfer, zwei Farbenlackierung, 21 Zoll Felgen. CCS mit dem kleinen Akku, den wir jetzt hier haben, 79 Kilowattstunden bis 185 kW. Ja, ja, dann kann man dann hier reinklipsen. Oh, wie war das? Ja. Und mit dem großen Akku, mit den 86 Kilowattstunden, kann er dementsprechend dann auch bis 200 kW laden. So, ich renne hier durch den Schlamm, ey. Alles schlammig hier. So, was haben wir hier noch? Habe ich euch schon gezeigt, Herr Klappe. Der Scheibenwischer, das ist auch so ein VW-Ding, ne? Ich habe das Auto mittendrin ausgemacht und dann bleibt er einfach senkrecht stehen. Der fährt nicht in eine Ruheposition. Hat Daimler auch gehabt früher, Mercedes. Hat mich mal aufgeregt. BMW konnte das. Legen die Scheibenwischer immer ab. Und der Mercedes-Fahrer, wie so ein Honk, wenn er zwischendurch aufgestellt hat, da waren die Scheibenwischer einfach so mitten drauf, so hier so, so, ne? Legt dann die ab, sondern macht die ganze Zeit so. Egal. So, ansonsten gibt's hier gar nicht so viel zu gucken. Wie beim ID.Bus typisch hat er hier die Kamera für den Travel Assist. Übrigens nach wie vor, und ich bin vorhin wieder den Travel Assist gefahren, das System ist so viel besser als das vom Porsche und von vielen anderen. Ich verstehe es nicht. Das ist im eigenen Haus. Verstehe es nicht. So. Ansonsten auch der kurze ID.Bus hat jetzt hier die Fenster in der Tür. Diese Fenster in der Tür heißen, auf gut Deutsch gesagt, übrigens natürlich alles elektrisch hier, ne? Und ihr könnt euch hier sagen, möchte ich diesen Knopf drücken oder möchte ich jetzt hier hinten an der Tür greifen? Ich kann jetzt hier den Knopf drücken und die Tür fährt zu. Mit einem Piepen. Ihr habt natürlich Sitzheizung hier, Harman Kardon, Hada. Achso, das Auto ist nicht an. Wenn das Auto an ist, oh, jetzt kann ich mal hier vorne mal im Zugriff so. So. So, dann kann ich jetzt hier. So herrlich, oder? So, und Platz natürlich in Hülle und Fülle. Oben das Glasdach habt ihr schon gesehen.
Ich habe es jetzt hier komplett eingesaugt, weil ich durch den Schlamm bin, ne? Oh Gott. Knaff. Tischchen. Wie gesagt, Platz. Ihr könnt hinten noch ein bisschen enger machen. Also, ne, ihr könnt die verschieben. Und wenn ihr die verschiebt, einfach unter euch greifen. Ja. Ja, ansonsten Sitzheizung habe ich euch erzählt. Platz, Platz, Platz. Hier oben auch natürlich Klimaanlage. Könnt ihr für die hinteren Passagiere dann einstellen. Wenn Mama, Papa vorne 30 Grad haben, könnt ihr hinten mal 21 Grad machen. Perfekt. Perfekt. Ja, ansonsten gibt es hier hinten gar nicht so viel zu sehen. Ihr könnt natürlich noch die Neigung der Sitze ein bisschen nach hinten stellen. Oh, dann habt ihr so ein richtiges Lümmeln hier. Ja, also, hier sieht man das ganz gut jetzt, wie weit ich den Sitz zurückschaue. Und dann könnt ihr in Verbindung mit dem Platz zu den Vordersitzen euch so richtig Chef- und Boss-mäßig hinsetzen und sagen, Alfred, in die Betthöhle oder so. Ja, also Platz bietet der ID.Buzz natürlich jetzt hier. Der ist tatsächlich nur als 5 Sitze ausgestattet. Das ist die Standardvariante. Ja. 6 Sitzer, also da habt ihr 4 Einzelsitze hinten. Oder ihr könnt ihn als 7 Sitzer bestellen. Dann habt ihr halt 2 Einzelsitze und eine Bank. Und dann könnt ihr ein halbes Handballteam mitnehmen. Oder eine Basketballmannschaft. Oder irgendwie sowas. Und das bei 340 PS dann. 250 kW. Mhm. Das geht nach vorne. So, wir fahren weiter. Und ich bin ganz gespannt nach auf den Verbrauch. Mal eben was für die, die noch nie einen ID.Buzz gefahren sind. Zum Thema Übersichtlichkeit. Ihr kennt es ja vielleicht, die einen Bulli gefahren sind. Da ist die Scheibe direkt vor eurer Nase. Und gefühlt näher als das Lenkrad. Ist natürlich hier nicht mehr der Fall. Und dadurch, dass man weiter hinten sitzt, hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit, mal eben schräg nach vorne aus dem Fenster zu gucken, weil da ist dann eine A-Säule und eine B-Säule im Weg. Aber das ist ganz clever gelöst mit einem riesigen Dreieckfenster. Das seht ihr da vorne. Und wenn man jetzt auch hier um die Kurve fährt, dann seht ihr, dass da doch recht gut zu sehen ist. Wo es da vorne lang geht, aber ich komme mit der Kamera auch nie mal da vorne rein. Also, es ist schon ja, eine riesige Fläche. Also, wenn ich jetzt mal eben gucken müsste, bis dahin komme ich mit meiner Hand und da fehlt immer noch was. Also, um die Scheibe sauber zu machen, fehlt mir da ungefähr an Armlänge ein halber Meter gefühlt. Wenn wir mal eben über das Fahrwerk des ID.Buzz reden wollen, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Absolut geschmeidiges Abrollen, trotz 21 Zoll maximale Ruhe im Innenraum. Also eben war da so ein Hinweis, bitte fahr ein bisschen langsamer, Straßenschäden. Wie ein Teppich drüber geschwebt, ey. Also ist schon cool. Muss man wirklich sagen, sehr, sehr, sehr familienfreundliches Fahren und dementsprechend auch eine klare Empfehlung. Also selbst mit 21 Zoll müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ist richtig, richtig entspannt. Navi übrigens super, ne? Er sagt euch genau, welche Spur ihr fahren sollt. Ich soll jetzt gleich der A2 weiter folgen. Und er sagt dann, auf welcher Spur ich richtig bin. Würde ich jetzt ganz nach links fahren, wäre das für ihn auch okay. Kann ich mal eben nachhören. Kommt hier kein Auto? So. Jetzt seht ihr, dass ich die Spur gewechselt habe. Ist für ihn immer noch okay. Bitte in 1000 Metern links halten und der A2 weiter folgen in Richtung Hamburg. Deswegen sagt er, ja, okay, die beiden linken Spuren sind okay, weil nach rechts geht es in eine andere Spur. Und dann würde er jetzt meckern. Und dann sieht er euch, alter, schwieriges Deutsch, sieht er euch auf der falschen Spur, dann würde er es vorne im Display hier auch anzeigen und sagen, fahr mal rüber, du musst rüber. Also, und jetzt seht ihr es, guck, ja, jetzt kannst du wechseln, okay, alles klar. So. Jetzt sieht er, 2,1 Kilometer sitzt noch Richtung Ausfahrt und er sagt, hey, du bist auf der falschen Spur. Ich sehe, dass du in der Mitte fährst, aber du
du musst ganz nach rechts rüber, weil du musst in 1,5 Kilometern rechts abfahren. Mache ich jetzt halt noch nicht, weil sind ganz viele LKWs und die nehme ich noch alle mal eben mit, weil ich keine Lust habe, hinter denen herzufahren mit 90. Also warte ich noch ab, aber schon geil. Hier sagt er auch, unten, na, du bist auf der mittleren Spur gerade, du musst aber auf die ganz rechte Spur rüber. 1000 Meter rechts abfahren und der A352 folgen in Richtung Flughafen. Gut, ist ab. Übrigens, natürlich höhenverstellbar. Sowas fragt man sich ja gar nicht. Lass uns mal eben in die Daten gucken von dem Trip. 232 Kilometer gefahren, 116 Kilometer Rest, sind nach Adam Riese und Eva Klein ungefähr 348 Kilometer. 348 Kilometer, verbraucht 22 Kilowattstunden, Durchschnitt 50. Lassen wir es mal eben, weil ich bin ja natürlich auch häufiger stehen geblieben und habe dementsprechend auch mal eben was gesagt. Und dann läuft er ja weiter und senkt das Durchschnittstempo. 22, 21,9. Für meine Fahrweise, seit dem Team und so weiter, eigentlich cool. Und dementsprechend bin ich da schon zufrieden mit. Es ist der kleine Akku, der 79 Kilowattstunden, also nicht der 86er, sondern 79er. Wir haben Allrad an Bord, aber wir haben, wie gesagt, auch den Asynchronmotor vorne und den Permanent-Synchronmotor hinten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Porsche wäre jetzt nicht sparsamer gewesen. Er hat ein bisschen mehr Leistung natürlich, aber gar nicht so viel mehr. Also, ich habe ja das Kassenmodell. Der hier hat 340 PS. Mein Porsche hat 380 PS. Ich würde wetten, dass... meine Haare nerven mich heute komplett. Sorry. Ich würde wetten, dass wir mit dem Porsche mehr verbraucht hätten. Gut. Also, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit zum ID.Buzz GTX. Normal Wheelbase. So, Haare sind immer noch komplett im Arsch, ist mir egal und es windet und wahrscheinlich auch ins Mikrofon rein, das hoffe ich aber nicht zu doll. ID.Buzz GTX, braucht man einen ID.Buzz mit 340 PS, 250 kW? Nö. Ist es geil? Ja. Kurze Fazit. Generell muss man aber sagen, ist das natürlich ein mega geiles Fahrzeug. Macht halt Mords Spaß. Und ich setze mich jetzt mal rein, damit man mich auch versteht und das, was ich zu sagen habe. Ich finde, das ist ein Fahrzeug für Menschen, die einfach so ein bisschen auch Bock haben auf etwas Besonderes. Ja, ich habe in meinem anderen Video habe ich den normalen ID.Buzz mit dem Long Wheelbase vorgestellt, den es dann als Siebensitzer gibt zum Beispiel oder als 7-Sitzer, 6-Sitzer mit Einzelsitzen, wie ihr das wollt. Ihr kriegt den hier auch inzwischen mit Einzelsitzen, ja. Aber bei so einem GTX, für wen ist das die Zielgruppe? Fans? Weiß ich nicht, weil ich sag ganz klar, den GTX in der Long Wheelbase, das macht schon wieder Sinn. Und da sage ich dann auch so als Sechssitzer, ich finde das tatsächlich geiler als Sechssitzer, weil dann hast du in der Mitte den Mittelgang hier und nicht wie hier so einfach so einen Sitz. Und kannst zum Beispiel auch vorne die Box, die ja jeder ID.3 hat und die entnehmbar ist, ne? Also die Box hier, die könnt ihr dann auch von da nach hier stellen, nach hier. Und das geht halt zum Beispiel jetzt mit diesem jetzt hier, mit der Sitzbank hier, des Fünfsitzers, geht das natürlich nicht. Ist das schlimm? Nein. Hat er immer noch Platz? Ja, in Hülle und Fülle. Aber ich finde es tatsächlich verschwendet, weil da hinten gehört eigentlich noch eine Bank hin und die könnt ihr ja auch ausbauen. Und dementsprechend sage ich immer, wenn ID.Buzz, dann als Long Wheelbase und dann könnt ihr euch überlegen, GTX oder nicht. Leistung, Allrad, mega geil, höhere Ladeleistung, mega geil, preislich natürlich auch. Und das sollte euch völlig klar sein, dass ihr für so ein GTX-Modell hier, die Preise sind noch nicht raus, aber dass der über 70 kosten wird, Alter, wie sehen meine Haare da aus? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video zum neuen GTX-Modell bei VW, in diesem Falle des ID.Buzzes, gefallen. Ich bedanke mich für die Einladung, hat mir Spaß gemacht, bisschen durch
das ganze Umland hier von Hannover zu fahren. Alte Erinnerung mal eben hochkramen. Schloss Marienburg, ich hab's euch erzählt. Und ja, für mich geht's jetzt wieder nach Hause und demnächst dann mehr auf diesem Kanal. Danke und ciao.